Herzlich willkommen zu unserer Themenwoche anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums. Make It in Germany ist 10 Jahre alt in diesem Jahr geworden. Seit 10 Jahren begleitet das Portal das politische Zuwanderungsgeschehen, bildet eine Brücke zwischen Politik und Praxis und ja, begleitet Fachkräfte, Unternehmen und Beratende in der Lebensrealität sozusagen, also bei allem rund um die Fachkräftezuwanderung. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Es sind einige Teilnehmende, das haben wir schon gesehen, die uns schon seit einigen Jahren begleiten. Viele bekannte Gesichter sozusagen. Eine davon ist die liebe Kirstin von Grefe, die heute mit uns den Auftakt macht. Hallo, liebe Kirstin, schön, dass du da bist. Hallo in die Runde. Hallo. Wir hören später noch ganz viel von dir, denn du stehst uns Rede und Antwort bei allem rund um ja, das Beratungsgeschehen, insbesondere der Welcome Center. Ja, wir starten heute mit einem kurzen Blick auf ja, die restlichen Angebote, die wir so anlässlich des 10-jährigen Jubiläums gemacht haben. Blicken einmal kurz auf das Portal selbst und dann startet unsere, ja, unser Interview sozusagen, was wir mit oder Kirsten, wir beide führen werden. Aber direkt schon am Anfang einmal kurz der Aufruf. Stellen Sie jederzeit Ihre Fragen. Wir clustern das dieses Mal ein bisschen anders und werden auch zwischendrin Fragen zulassen sozusagen. Aber wie gesagt, am Ende dann auch nochmal genug Zeit, um Fragen, Anmerkungen, Kommentare zu geben. Also reden Sie mit uns. Da freuen wir uns drauf. Und ich gebe jetzt einmal ab an Katharina. Herzlich willkommen auch an dich. Ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Katharina Obamczyk betreut heute den Chat. Genau, schreibt mit Ihnen, wenn Sie irgendwelche Probleme haben und koordiniert die Fragen. Gerne. Aber ich gebe jetzt mal an die technischen Hinweise ab an dich. Ja. Damit wir auch starten können. Sehr gut. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir sind wirklich sehr froh, dass so zahlreiche Personen sich heute eingeschaltet haben zu unserer Jubiläumsthemenwoche. Ich hoffe, Sie können uns alle gut hören, verstehen und sehen. Falls nicht, schreiben Sie gerne im Chat rein, wo der Schuh drückt und ich versuche Ihnen dann aus der Ferne zu helfen. Viele Tonprobleme lassen sich lösen, wenn Sie unter Ihren Audioeinstellungen bei GoToWebinar User Panel einfach kurz kein Audio antippen und dann wieder Computer Audio aktivieren. Damit haben Sie schon in der Vergangenheit viele Tonprobleme gelöst. Sie können Ihre Fragen ganz einfach im Chat stellen. Im User Panel sehen Sie das. Wir haben das hier im Screenshot nochmal eingefügt. Wundern Sie sich nicht, nur wir Moderatoren können die Fragen sehen und gegebenenfalls werden wir sie dann auch vorlesen in der Fragerunde. Aber auch wie Frau Köbler schon sagte, Sie sind herzlich dazu eingeladen, an jedem Punkt Ihre Erfahrungen, Eindrücke zu teilen. Es soll ein interaktives Event sein und da freuen wir auch wirklich auf Ihren Part auch. Und ja, das war es schon von meiner Seite und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, danke schön, Katharina. Ich habe gerade schon angekündigt, wir blicken einmal auf die 10-Jahres-Dinge, Maßnahmen, Produkte, auf das Portal einmal kurz und dann starten wir mit Kirstin. Also, was haben wir umgesetzt, beziehungsweise ja, worin befinden wir uns gerade? In der Themenwoche zum 10-jährigen Jubiläum, hier haben wir gedacht, wir schauen uns einmal jede Perspektive an und heute, wie Sie wissen, schauen wir einmal auf die Thematik aus der beratenden Perspektive mit Kirstin von Grefe. Morgen haben wir dann Mira Mani zu Besuch, das ist eine Arbeitgeberin im Bereich häusliche Pflege, auch eine, ja, schon ein sozusagen bekanntes Gesicht, denn wir haben vor einem Jahr mit ihr schon mal einen Film gedreht, genauso wie mit Mary Campos, die übermorgen hier bei uns sein wird, das dann auf Englisch, damit eben auch Fachkräfte aus aller Welt sozusagen sich zuschalten können. Mary haben wir auch schon seit einigen Jahren bei uns auf dem Portal mit einem Testimonial-Video. Und ja, wir wollen hier einmal in die Retrospektive gucken, was hat sich getan und vor allem, wie sieht heute die Lebensrealität aus und was haben vor allem unsere drei Expertinnen sozusagen für Tipps für Sie parat. Also wir freuen uns, wenn Sie sich morgen und auch übermorgen wiederzuschalten. Ich denke, das gibt ein ganz schönes, ja, rundes Ganzes sozusagen.
Hier sehen Sie auch schon einige der bekannten Gesichter. Auf dem Bild hier zu sehen ist beispielsweise Mary, die wir übermorgen da haben. Wir haben zum 10-jährigen Jubiläum einige Filme gedreht, Statements von Begleitenden aufgenommen. Es ist wirklich, war auch für uns persönlich sehr schön zu sehen, was hat sich getan bei den Fachkräften im Leben sozusagen. Aber wie haben wir beispielsweise auch bei unseren Partnern mitgewirkt. Also hier lohnt sich wirklich ein Blick auf unser Portal beziehungsweise auf unseren YouTube-Kanal, was die Videos angeht. Aber die finden Sie auch alle über unsere ja, Jubiläumsseite, die wir anlässlich des 10-Jährigen erstellt haben. Sie sehen es ja auch schon direkt, das Herzstück dieser Seite ist so ein Zeitstrahl, wo wir einmal visualisiert haben, wie Make It in Germany das, ja, das Zuwanderungsgeschehen mitbegleitet hat. Also was ist einerseits in den entsprechenden Jahren in der Zuwanderungspolitik passiert und was ist eben in dem Projekt und auf dem Portal passiert. Also klicken Sie sich hier gerne mal durch. Katharina schickt den Link auch in den Chat, können Sie da direkt drauf gehen. Finden Sie aber auch über unsere Webseite, die 10-Jahres-Jubiläumsseite. Und das war es auch schon. Also blicken Sie sich wirklich mal um. Es gibt einige Videos und wirklich schöne Formate zum Anschauen, die wir hoffen, auch ein paar Impulse und ein bisschen Inspiration geben. Jetzt möchte ich einmal kurz noch auf das Portal blicken für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen. Und dann starten wir direkt in die Fragerunde mit Kirsten von Grefe. Was ist Make It in Germany? Es handelt sich dabei, wie schon angesprochen, um das offizielle Portal der Bundesregierung. Unsere Zielgruppen sind sowohl Fachkräfte aus dem Ausland als auch Unternehmen im Inland und eben Multiplikatoren. Gestartet ist das Ganze im Juni 2012. Ja, deswegen auch das 10-jährige Jubiläum. Und seit 2017 gibt es dann eben auch explizit die Unternehmensseite als ergänzendes Angebot für deutsche Unternehmen, die ausländische Fachkräfte in ihren Betrieb bekommen heißen möchten. Es gibt mehrsprachige Informationen auf dem Portal und inzwischen zählen wir nach den 10 Jahren bzw. 5 Jahren bei der Unternehmensseite über 45 Millionen Besucher auf dem Portal auf der Fachkräfteseite, davon über 84% auch tatsächlich aus dem Ausland. Und die Unternehmensseite, die kommt so langsam auch auf eine ziemlich gute Zahl, nämlich über 1 Million Besucher. Hier rechts sehen Sie noch einmal abgebildet. Wir hatten ja jetzt kürzlich auch einen Rebrush. Also unsere Seite erscheint in neuem Gewand sozusagen. Mit dem etwas roten Design erscheint die Arbeitgeberseite und das klassische Blaue, was Sie schon von uns kennen, ist eben die Fachkräfteseite. Und mit den Pfeilen markiert ist der Wechsel der beiden Modi. Ich sage immer auch ganz gerne Vollständigkeit halber dazu, dass die Fachkräfteseite auch wirklich für Unternehmen und Beratende sehr wertvolle Informationen hat. Also halten Sie sich bitte nicht nur auf der Arbeitgeberseite auf. Es gibt wirklich im gesamten Spektrum viel zu entdecken. Unser Anspruch bei dem Ganzen ist natürlich, aktuelle Daten und Fakten zu liefern, konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, vor allem verlässliche Informationen ja, Ihnen zu bieten und eben auch persönlich zu unterstützen. Diese verlässliche Information hebe ich nochmal immer ganz gerne heraus. Also unsere Texte, insbesondere bei den Themen Visum und Aufenthalt, durchlaufen wirklich auf die Fachressorts der Bundesregierung, sodass wir hier auf dem Portal auch verbindlich verlässliche Informationen anbieten. Was ja nicht immer der Fall ist im Internet. genau, und zu guter Letzt die Lotsenfunktion. Also im gesamten Themengebiet Fachkräfte, Einwanderung können Sie erstmal bei uns landen und wir informieren Sie und verweisen Sie dann eben weiter an Ihre entsprechende Fachinformation sozusagen oder an Ihren entsprechenden Ansprechpartner in der Region. Also das ist sozusagen die primäre Funktion von Make It in Germany, dass man an einer Stelle ankommen kann und eben Orientierung erhält und weiterverwiesen wird.
Bei der Arbeitgeberseite ist das Themenspektrum auch relativ breit. Wie gesagt, man landet bei uns, kriegt Basisinformationen und wird dann themenspezifisch weiterverwiesen. Das reicht also von der Rekrutierung über die Einreise und Beschäftigung selbst, die Anerkennung, aber eben auch, was ist, wenn die Fachkraft im Betrieb angekommen ist, was gibt es zu Diversity Management und Willkommenskultur im Betrieb so zu erfahren. Und natürlich ganz wichtig, wo finde ich Unterstützungsangebote, was gibt es für Unterstützungsangebote und natürlich auch ein paar Beispiele aus der Praxis von Betrieben, die das Ganze schon gemacht haben und einmal aus der Praxis berichten. Ja, unser Partnernetzwerk, ich denke, das ist vor allem ja bei so einem 10-jährigen Jubiläum besonders hervorzuheben, ist ziemlich groß. Ich würde fast behaupten, diese Darstellung ist auch noch gar nicht vollständig. Also es wächst und wächst. An dieser Stelle auch wirklich nochmal ein Dank an allen, an alle, die ja zusammen in diesem Themenbereich arbeiten. Und ich denke, in der Portale-Landschaft wir gemeinsam ein tolles Informationsangebot schaffen. Genau, das zu dem Partnernetzwerk. Also diese Arbeit, die wir mit Make it in Germany machen, wäre ohne dieses Partnernetzwerk nicht möglich. Und daher haben wir auch einige Akteure dieses Partnernetzwerks nochmal zum Jubiläum zu Wort kommen lassen sozusagen. Das ist natürlich auch auf der Jubiläumsseite, auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Also wir haben ZDH, DIHK, Anerkennung in Deutschland und Kirsten von Grefe als Stellvertretende der Welcome Center einmal kurz interviewt für ein paar Jubiläumsworte. Schauen Sie da gerne mal rein. Und genau, ich mache es jetzt gar nicht mehr so lang, denn wir kommen jetzt zur Hauptperson heute, nämlich zu dir, Kirstin. Du bist Referentin bei der TAF, bei der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung. Stell dich bitte uns kurz vor, erzähl was zu dir. Ich weiß, da könntest du sehr, sehr lange sehr viel erzählen aus deiner Erfahrung, aber ja, herzlich willkommen. Wen haben wir hier heute vor uns? Ganz herzlichen Dank, jemanden, der schon sehr lange in dem Bereich Zuwanderung und Arbeitsmigration aus verschiedensten Perspektiven gearbeitet hat. Und ich finde das einfach so spannend und mache es so gern, dass ich, glaube ich, auch bis zu der Rente, die irgendwann kommt, immer noch in dem Bereich arbeiten werde. Ich bin Volljuristin, habe in der Ausländerbehörde gearbeitet, habe als Wirtschaftsanwältin im Arbeitsmigrationsrecht gearbeitet, habe Arbeitgeber ausgebildet, Multiplikatoren, habe Ausländerbehörden ausgebildet und bin dann nach Thüringen gekommen, wo ich jetzt seit 6 Jahren sehr gerne erst fürs IQ-Netzwerk gearbeitet habe und jetzt für die Landesentwicklungsgesellschaft. Und wir sind ein Landes-Welcome-Center. Das unterscheidet uns von anderen, da kommen wir nachher auch noch drauf. Und ich stehe hier aber nicht nur für Thüringen, sondern das ist mir halt die besondere Freude. Ich stehe hier für alle Welcome Center, die wir uns zusammengeschlossen haben in Deutschland, die sind inzwischen in 14 Bundesländern über 50 wahrscheinlich. Es wachsen gerade noch welche, die dann stolz im Januar nächstes Jahr eröffnet werden. Also das ist jetzt ein Gesicht von allen Welcome Centern bundesweit und die haben mir auch den Rücken gestärkt, dass ich kluge Fragen klug beantworten darf nachher. Ja, wir freuen uns da drauf. Und kleiner Hinweis, auf Make it in Germany finden alle, die es noch nicht wissen, auch die Übersicht sozusagen pro Bundesland, was für Welcome Center ansässig sind. Also ein kleiner Hinweis vielleicht auch an die neuen nachzügelnden Welcome Center. Gerne eine kurze Nachricht an uns, dann nehmen wir diese Welcome Center natürlich auch in unsere Sammlung mit auf. So, und wir starten. Ich glaube, du hast es schon angerissen. Was sind denn die Welcome Center? Wie sind sie organisiert und wie sieht es im konkreten Fall der TAF aus? Also was macht ihr? Was machen wir eigentlich so den ganzen lieben langen Tag? Also Welcome Center sind eine Einheit, die ihrem Namen wirklich gerecht wird. Das sind Organisationsformen und Büros und Institutionen, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern organisiert, aber uns alle verbindet. Wir sind Ansprechpartner, Informationszentrum und Verweis und Beratung. Das ist uns unwahrscheinlich wichtig und die Lotsenfunktion in allen Bundesländern. Je nach Bundesland ist für die Regionen die Zielgruppe definiert. Deswegen, wenn die zuhören, sagen Welcome Center, das sind doch die an der Uni oder das ist doch ein Landes-Welcome Center oder das sind doch die für die Fachkräfte oder das sind die für die Rückkehrer. Das ist das Tolle,
Man muss nur in seiner eigenen Region schauen, Welcome Center, wenn man da nicht weiterfindet, was auch mal manchmal beim Suchen passieren kann, bei der Wirtschaftsförderung nachfragen. Spätestens da kommen Sie an den Punkt. Sie sind organisiert, je nachdem in verschiedenen Trägerschaften, oft auch herausgelöst in Projektform. Aber das Wichtige ist, dass jede Region für sich den eigenen Bedarf am besten kennt. Und deswegen sagen wir als Gruppe der Welcome Center immer, unser Außengesicht ist Make it in Germany. Und wenn es dann von außen nach innen in die Region gibt, dann kommt es an die Welcome Center. Wir sind sehr häufig, weil wir die Infos geben und verweisen und uns gut auskennen in den Regionen und auch mit allen wichtigen Akteuren, auf die wir noch zu sprechen kommen, sind wir das erste Gesicht. Und in Zeiten jetzt mit globalisierter Kommunikation wird oft bei uns auch zuerst gefragt, bevor man sich auf den Weg macht. Das ist auch eine neue Aufgabe für uns. Wir begleiten wirklich schon in der Ferne die Menschen, die die Koffer packen, die dann zu uns kommen. Was machen wir? Wir beantworten alle Fragen. Wir machen nicht alles selber. Das ist auch ganz wichtig. Die Kernidee eines Welcome Centers, egal wo es ist, wir wissen, was in der Region los ist und wir geben weiter. Und zwar nicht, dass die Leute im Kreis geschickt werden, das ist unser Albtraum, sondern reden Sie mit uns, redet mit uns, sagt, was ihr braucht, sagt, was ihr sucht und wir wissen, wer weiterhelfen kann. Das ist der Anspruch, deswegen sind wir auch so vernetzt. Und wie machen wir in der TAF das? Wir in der TAF fallen ein bisschen raus, deswegen darf ich auch mit der Kollegin aus der Region Stuttgart, Verena André und dem Kollegen aus Bremen, Manuel Kühn, sind wir ein Trio. Wir sind die Kommunikationspersonen für die große Gruppe. Wir fallen raus, weil wir ein Landes-Welcome-Center sind. Das heißt, wir koordinieren die Arbeit der Regionalen bei uns und wir sind auch noch mit den Ausländerbehörden besonders verbunden. Weil bei uns, wir haben keine zentrale Ausländerbehörde in Thüringen, aber wir koordinieren mit dem Migrationsministerium zusammen die Arbeit aller 23 Ausländerbehörden zur Fachkräfteeinwanderung. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber deswegen läuft bei uns halt sehr viel zusammen und deswegen darf ich heute auch was erzählen. Sehr schön, wir freuen uns. Du hast es schon angesprochen, Vernetzung, ganz wichtiges Stichwort für später. Auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren kommen wir nochmal zu sprechen. Ein gutes Beispiel, so die regionale Vernetzung nochmal darzustellen und zu beschreiben. Nur hier schon mal ein kleiner Wink auf den späteren Verlauf des Interviews, genau, oder der Fragerunde sozusagen. Das kann man daran ganz gut veranschaulichen. Ja, vielleicht hast du es auch teilweise schon beantwortet, aber welche Aufgaben... Was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Genau, genau. Was machen denn die Welcome Center? Also ich bin ja nicht die Leitung von unserem gesamten Thüringer Agentur, sondern ich darf nur mit noch einer Kollegin zusammen das Ganze inhaltlich koordinieren. Und das heißt, bei uns kommen bei den einen Kollegen die Individualfragen an, die Fragen der Individualpersonen, der Familienangehörigen, derjenigen, die sagen, meine Tochter kommt, mein Mann soll kommen, ich kenne da jemanden, der möchte kommen. Also dieser Kommunikationsblock ist bei drei Kolleginnen bei uns ganz toll aufgehoben. Dann mache ich mit meiner Kollegin Annette Reichel zusammen die Arbeitgeberberatung. Dann machen wir wenn diejenigen sich an uns melden und sagen, ich möchte jemanden holen, es hat sich jemand vorgestellt, mag es innerhalb von Deutschland sein, mag es von Ausland nach Deutschland sein, dann die Schulung für die Ausländerbehörden, die Absprachen, die konkrete Einzelfallberatung und dann sehr viel Lobby- und Verbandsarbeit bundes- und europaweit und mit all den Schnittstellenpartnern, die ihr in der Übersicht schon hattet. Das haben wir in klein auch nochmal. Und wir haben eine spannende, ja, man sagt heute eine herausfordernde, wenn man nicht sagen will, eine ganz schön schwierige Aufgabe, eine herausfordernde, dass wir probieren, das Wissensmanagement fürs Bundesland zu sein. Dass im Zweifelsfall man immer, was man bei Make It nicht gefunden hat, findet man hoffentlich dann bei uns oder wir wissen, wen man fragt. Und dadurch ist dieses, wir freuen uns über alle Best Practice, über Erfahrungen, gute und schlechte, damit wir daraus lernen. Diese Kommunikation nimmt sehr viel bei uns, also bei mir konkret, den Tag einfach ein. Ja, ja. Besonders wichtig auch jetzt vor dem Hintergrund der seit 2 Jahren neuen herrschenden gesetzlichen Regelungen, ne, und auch
der wieder anstehenden Novellierung, also Business Management, auch ein ganz spannender und großer Aspekt, der dir da inne ist, sozusagen. Wir kommen direkt zur Praxis, also zur Beratungsarbeit. Mit welchen Anliegen kommen Fachkräfte und Arbeitgeber auf dich, auf euch zu? Von welchen Anliegen können wir da, wie kann man sich das vorstellen? Von wo bis wohin geht das? Da Welcome Center ja diejenigen sind, die dafür da sind, weiterzuhelfen, wenn es Fragen zum Leben und Arbeiten geht, kommt auch bei uns alles an. Also das heißt, es kommt wirklich das ganz Praktische an. Wie finde ich eine Wohnung? Wie teuer sind die Kindergartenplätze? Und sowohl von denen, die die Wohnung suchen, als auch denen, die für ihre Mitarbeitenden oder Interessenten Wohnungen suchen. Wir sind keine Vermittlungsagentur im Sinne von, wir haben Wohnungen im Bestand. Wir haben auch keine Arbeitsplätze im Bestand, so dass wir das sagen, sondern wir sind die, die sagen, okay, reden Sie mit uns, das ist immer, sagen Sie uns, was Sie suchen und wir finden eine Lösung. Im Sinne von wirklich ganz praktisch, ich suche überhaupt erstmal Branchen, ich möchte gerne in dem und dem Bereich arbeiten oder ich habe mich da beworben, was ist denn das für eine Firma, was können Sie uns über die erzählen oder ich habe einen tollen Arbeitsvertrag, aber was ist denn das für eine Region? Wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Weil ich komme aus Indien und für mich ist Thüringen so wie der Vorort von Bangalore. Ich habe jetzt erst verstanden, dass ihr ein ganzes Bundesland seid, was immer ein Bundesland ist. Also wir erklären auch manchmal, wo die Menschen dann hinkommen. Das ist aus der Individualperspektive auch viele Sachen. Wo finde ich Community? Wen könnt ihr mir empfehlen? Was habt ihr für Veranstaltungen? Also wir nehmen die Menschen eigentlich immer so ein bisschen an die Hand. Im Sinne von, wir strecken eine Hand aus und sagen, was brauchst du, was brauchen Sie? Hier ist eine Idee, probieren Sie es aus. Wir greifen nicht in den Markt ein, wir verweisen an die anderen. Wir sind aus Steuergeldern finanziert, alle Welcome Center sind das, sodass wir in der Regel auch nichts Kostenpflichtiges haben, sondern so sehen Ihre Steuergelder aus oder Ihre Fördermittelgelder. Wenn die Arbeitgeber und die uns ansprechen, ist ganz häufig die Frage, dass gesucht wird Unterstützung in konkreten Verfahren. Und da sehen wir Welcome Center uns als Entlastung für die Unternehmen. Gerade bei uns im ländlichen Raum, und Deutschland besteht aus vielen ländlichen Räumen, haben viele Unternehmen keine kleinen, sind so klein und haben keine großen Personalabteilungen. Und dann wissen wir, wer denen helfen kann. Mit verschiedensten Angeboten, mit Anerkennung, mit Kümmererfunktion, mit Begleitung zu Behörden und solchen Sachen. Das, was alles den betrieblichen Ablauf durcheinander bringt, weil man jetzt gerade keinen hat, der mitgehen kann. Das heißt, die konkreten Angebote zur Entlastung der Arbeitgeber ist das eine. Das andere ist, wir dürfen und werden keine Rechtsberatung machen, wir können aber Informationen geben. Und da sind wir einfach super glücklich über die Entwicklung von Make It. Und deswegen habe ich es mir aus der Vorstellung auch nochmal aufgeschrieben. Die verlässlichen Infos und die konkreten Werkzeuge, das entlastet uns, Welcome Center, dass wir den Arbeitgebern und den Unternehmerinnen die Fundstelle auf Make It markieren, rüberschieben und sagen, das können Sie mit gutem Gewissen benutzen. Und dann rufen Sie nochmal an, entweder bei uns oder im Bundesland, wo verschiedene andere Projekte weiter begleiten und helfen. So, das heißt, Arbeitgeber möchten zwar sich zum einen informieren, wie geht das ungefähr, die wollen aber nicht Jura studieren für einen Visumsantrag. Und das ist auch eine Erfahrung. Uns gibt es ein Jahr, ja, doch ungefähr so lange, wie es auch Make It gibt. Und wir haben in dieser Zeit gemerkt, dass konkrete Fragen konkrete Antworten erfordern und die Menschen möchten nicht viel Zeit darauf einwenden. Das heißt, wir haben es uns auch so umgestellt, wir erzählen nicht stundenlang, was es gibt, sondern sagen, okay, zu dem Verfahren brauchen Sie die Info, das sagt die Ausländerbehörde, da hilft Ihnen die Botschaft. So, andere Welcome Center mit kleineren Zielgruppen wissen dann aber, an wen Sie solche Antworten weitergeben können. Dass Sie sagen, rufen Sie bitte da an, die können Ihnen weiterhelfen. Das sind so die Anliegen. Und was jetzt auch mehr kommt, und das ist dann der letzte Teil, was interessiert Arbeitgebende und Unternehmen, wo kriegen wir denn im Ausland verlässlich Zugang zu Menschen, die gerne zu uns kommen möchten? Also der Fokus der Arbeitgebenden hat sich auch nochmal verändert.
Ja. Das ist auch ganz spannend. Und deswegen freuen wir uns dann immer über eure eure internationalen Veranstaltungen, weil ihr das umsetzen könnt, was wir kleinen Welcome Center nicht machen können. Das sind so die Anliegen, die an uns herangetragen werden, so bundesweit betrachtet. Mhm. Interessant. Katharina, gibst du mir ein Zeichen, weil du eine Frage, eine Anmerkung hast? Ja. Ja, wunderbar. Eine konkrete Frage, konkrete Antworten. Kirsten, du hast es eingeleitet. Ja. Es kommt eine Frage. Genau, es sind viele, also nochmal herzlichen Dank. Wir haben auch sehr, sehr viele Fachkräfte hier in diesem Webinar. Auch herzlich willkommen, dass Sie sich alle dazu geschaltet haben. Wir haben eine ganz konkrete Frage. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Ob es eine Liste für Koordinationsstellen für alle Bundesländer gibt? Es gibt eine Übersicht, es gibt mehrere Möglichkeiten zu recherchieren, zentral zu recherchieren, wo es Welcome Center gibt. Die eine ist, wen sollte es wundern, Make It in Germany. Da kann Make It in Germany am besten sagen, wie man es findet. Eine andere Stelle ist zum Beispiel auf der Seite von den Goethe-Instituten im Programm Vorintegration. Die übergeben auch an uns. Da kann man auch nachschauen, da gibt man die Regionen ein und findet das. Dann gibt es das in der Übersicht vom Bundesamt, vom sogenannten BAMF, kommt man auf eine Übersicht, dass man das recherchieren kann. Das sind so die Hauptpunkte. Was wir noch nicht geschafft haben, dass wir eine eigene zentrale Seite aufbauen. Und wir haben auch als Gruppe beschlossen, das wollen wir eigentlich gar nicht, weil unsere zentrale Seite ist Make It. Das ist so. Aber wenn es da noch mehr Bedarf für gibt, wenn derjenige, der jetzt gefragt hat, noch weitere Fragen zur Übersicht zentral hat, gerne nachher die Frage einfach an mich weiterleiten. Aber das war unsere bewusste Entscheidung. Es gibt die drei Wege und ganz wichtig, die wichtigen, die Auslandsvertretung, die Zentralstelle für berufliche Anerkennung, die ZSBA, das BAMF, die haben alle das Register, die haben alle den Zugang. Das heißt, wenn die in der Standortberatung an den Punkt kommen zu sagen, so, Sie wollen jetzt nach Techta, super, wissen wir, welches Bundesland, und die können dann schon übergeben, und das passiert auch öfter, den Hinweis, eine Fachkraft möchte gerne in Ihrem Landkreis, dann kommen, können Sie schon mal mit denen Kontakt aufnehmen. Also im Idealfall klappt diese Verbindung. Wunderbar. Ich glaube, Katharina, du kannst vielleicht zumindest mal den Link, wo bei Make It die Welcome Center zu finden sind, in den Chat schicken. Sofort. Wunderbar. Dann vielen Dank, Kirstin. Wir gehen direkt zur nächsten Frage, die eigentlich schon so angekratzt wurde, würde ich sagen. Denn wo drückt der Schuh am meisten? Welche Hauptthemen werden bei den Beratungen am meisten eingebracht? Also ich würde mich jetzt vielleicht mal auf den drückenden Schuh konzentrieren. Was sind denn, du hattest schon angedeutet, es entwickelt sich jetzt in Richtung, wie kriege ich denn Zugang zu Menschen im Ausland? Aber wenn du dir jetzt mal so den gesamten Verlauf, die gesamte Begleitung anschaust, wo sind denn solche Steine im Weg, die immer wieder auftauchen? Also oft ist es noch nicht mal ein Stein, über den man stolpert, aber eine kurze Unsicherheit. Und dann sind wir immer sehr froh, wenn die Menschen sich beim Welcome Center melden, ehe sie lange selber recherchieren, und weil es einfach Zeitverschwendung ist. Konkrete Frage, konkrete Antwort. Wobei, was man so für konkret hält, wenn ich nicht weiß, weil wenn ich schon wüsste, wonach ich frage, hätte ich auch schon die Lösung. Also damit ermutige ich mal alle, einfach immer so zu fragen, wie einem gerade ist. Man muss ja keine Prüfung ablegen, bevor man eine Frage stellt. Es ist so, die Hauptthemen sind bei den internationalen Menschen, die bei uns sind oder zu uns kommen, naturgemäß vor allen Dingen Aufenthaltsfragen und damit Kontakt mit Behörden, Ausländerbehörden, Botschaften. Oft kommt zu uns zurück, dass man unglücklich ist über Bearbeitungszeiten, was manchmal durch Hinweise geklärt werden kann, weil einfach nicht klar ist, wie lange so ein Verfahren dauert. Manchmal müssen wir Arbeitgebern, da sind wir froh, wenn die sich rechtzeitig mit Fragen an uns melden, den Hinweis geben, achtet drauf, das müsst ihr so und so viel früher bitte beantragen, sonst habt ihr da eine Lücke. Das heißt, Transparenz für Antragsverfahren und Antragsdauer ist eigentlich so ein ständiges. Nicht so sehr
was brauche ich für den Antrag? Weil wenn man die Chance hat, sowohl einer Individualperson als auch einem Unternehmen zu sagen, welches Verfahren nötig ist und wie man eine Steuerkarte beantragt und wie man Kindergeld beantragt, dann sind die Unterlagen leicht zu finden. Eher ist immer die Frage, um was geht es? Also die Transparenz über Verfahren ist das eine. Ein anderes Thema ist, wenn es wirklich um die Begründung von Arbeitsverhältnissen geht, den Beginn, ist das Matching. Das wird akademisch dann immer gern gesagt, das Erwartungsmanagement. Viele Unternehmen sagen mir, das muss passen. Und da ist ein Thema, wo viel Information gut tut, dass man sagt, warum möchten Sie jetzt jemanden aus dem Ausland einstellen? Und da stutzen schon manche Arbeitgeber. Wieso? Ich muss nicht, ich möchte. Und da haben wir dann das Glück, dass wir ins Gespräch kommen können. Was erwarten Sie? Was benötigen Sie? Wer kann Ihnen wie weiterhelfen? Auch in der Region. Andere Themen sind dann das, und da ist das gar kein internationales Thema mehr. Ich bin neu in einer Region. Wo finde ich Kontakt? Wie geht das hier? Was funktioniert? Ich bin ein bisschen unglücklich. Wo finde ich Leute, die mit denen ich in Kontakt kommen kann? Das ist das normale Marketing, die Vorstellung und das Einleben in einer Region. So, das sind so eigentlich die Themen, die in der meisten Zeit, während der Pandemie war Visarecht, Dauer von Einreisen, Visasperre ein großes Thema. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr in dem Maß. Und jetzt ist eher auch ein Thema, nicht nur das Einleben, sondern bei vielen Unternehmen auch diese Überlegung, was habe ich eigentlich für eine Vorstellung, wie lange der Mensch jetzt im Team bleibt. Das gibt viel Kommunikation und da merken wir, da gibt es viele Punkte, wo wir immer noch mal nachfragen. Und da haben wir den Vorteil, wir sind quasi als Welcome Center neutral. Also im Sinne von, beide Seiten können uns was fragen und wir verraten nicht dem anderen, was wir gesagt haben. Das wird uns oft als positiv zurückgespiegelt. Das ist auch eine schöne Erfahrung, dass man da behilflich sein kann. Das sind so die Hauptpunkte im Moment. Ja, man sieht einfach auch sehr an eurer Arbeit, dass Zuwanderung, das ist kein Arbeitsthema, es betrifft einfach das ganze Leben. Ne? Ja. Also das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Ich finde, eure Arbeit zeigt das einfach sehr schön. Es geht wirklich von, wo muss ich zur Ausländerbehörde, welches Formular muss ich wo abgeben, bis wo können meine Kinder in den Kindergarten gehen oder wie kann ich meine neue Fachkraft hier in der Region helfen, dass Anschluss gefunden wird. Also das ist toll, was ihr da macht und was tatsächlich auch sehr viele regionale Akteure neben den Welcome Centern und gemeinsam mit den Welcome Centern auch leisten. Mhm. Also hier auch einmal ein kleiner Appell und einen kleinen Hinweis darauf. Du sagst es immer wieder, ihr macht das, was wir sozusagen online und auf Bundesebene machen in den Regionen. Ich empfinde das auch immer als so einen wertvollen Hinweis, denn jede Region in Deutschland ist ja so ein bisschen anders strukturiert. Ne? Es läuft überall ein bisschen anders. Von daher nicht zu lang warten, um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, wenn wir jetzt hier ein paar Arbeitgebende dabei haben oder auch Fachkräfte. Lieber zu früh die Beratungsleistung in Anspruch nehmen als zu spät. Ich glaube, Sie sehen an Kirsten von Gräfe, dass das sich absolut lohnt, das Angebot zu nutzen, was es da gibt. Und dann vielleicht noch einmal in Kurzform, warum sind gerade die Welcome Center so wichtige Akteure im Zuwanderungsgeschehen? Wir haben gerade schon auf die Regionen und die Unterschiede in Deutschland hingewiesen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber gerne natürlich auch weitere Aspekte. Also das werden wir oft ja auch gefragt. Und auch so, warum gibt es denn euch, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ja. Gibt es für die Zielgruppen, da muss man sagen, dass dann die Politik, die Landes- und Regionalpolitik festlegt, was für ihre Region, wen sie da besonders ansprechen möchte. Viele Bundesländer haben gesagt, nee, wir machen keine Zielgruppen, sondern wir sagen für alle Menschen, bei uns ist das auch zum Beispiel so, und auch in anderen Bundesländern, wir sind da nicht die einzigen, für alle, die hier leben und arbeiten möchten. So, und dann kommt das. So wichtig sind wir, weil wir vor Ort verankert sind, weil die meisten von uns ja auch hier leben, wo wir jeweils arbeiten.
Und weil wir mit allen wichtigen Akteuren, das heißt den Behörden, den Arbeitsagenturen, den Migrationsberatungen, den anerkennenden Stellen, den Communities, weil wir komplett mit allem, ich kann das mal sozusagen, vernetzt sind. Und wenn uns eine Frage erreicht, irgendwo im Netzwerk, dann vibriert es und dann setzt sich das fort bis zu dem, wo es funktioniert. Das heißt, im Leben machen wir nicht die Qualifizierungsberatung, die die Arbeitsagentur für ihre Pakete macht, weil das ist deren Job. Aber sobald ich weiß, was jemanden interessiert, weiß ich, wo ich denjenigen weitervermittle oder noch besser, das probieren viele, geben sie an einer Stelle im Netzwerk die Frage ab. Wir probieren es hinter den Kulissen zu sortieren und sie kriegen quasi one face to the customer die Info zurück, solange es nur eine Info ist. Wichtig sind wir Welcome Center, weil uns bewusst ist und wir informiert sind, was sind hoheitliche offizielle Anträge und was ist Info. In dem Moment, wo ich merke, da braucht jemand ganz schnell formellen Antrag bei der Kindergeldkasse, beim Jugendamt, beim Zuschüssen, irgendwas, das heißt, sofort dahin einen Antrag stellen. Und wenn du dann was nicht verstehst, kannst du zur Migrationsberatung gehen oder kannst den fragen oder sie können mich fragen. Aber wir sind diejenigen, die halt sortieren können, ab wann wer welche Bedeutung hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir sind nichts ohne unser Netzwerk in unseren Regionen. Wir sind nicht eine Alternative. Wir sind im Idealfall ein Knotenpunkt im Netzwerk in der Region. Weil ganz häufig sagen uns vor allen Dingen Arbeitgeber, ich weiß das alles gar nicht und wie ist denn das und so. Wir müssen sie auch gar nicht. Machen Sie nur Mund auf und sagen Sie, was Sie interessiert. Und deswegen sind wir so wichtig für Zuwanderungsgeschehen und was dann noch bei uns dazu kommt, dadurch, dass wir vernetzt sind mit Arbeitsagenturen, mit Ministerien, mit allem, sind wir in dieser von oben nach unten Logik in den Säulen für Genehmigungen, Ausländerrecht, Arbeitsgenehmigung, Zuschüsse, Sozialleistung, wissen wir immer auf jeder Ebene, okay, da kommt was. Und damit können wir auch Leute rechtzeitig auf Sachen vorbereiten. Ja. Dass wir nur sagen können, sie sollten jetzt doch nochmal zur Beratung gehen. Na? Das macht uns so, das macht unseren Part im Gesamtsystem für die Zuwanderung eben aus. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass von der ZSBA eben die Standortberatung, von der Auslandsvermittlung, von den Goethe-Instituten, von immer mehr auch Trägern im Ausland, wir gebeten werden, ob wenn man uns empfiehlt, ob wir weitere Infos geben. Sagen wir, ja, klar, dafür sind wir da. Also das macht uns zu dem wichtigen Akteur im Geschehen. Absolut, vielen Dank. Wir kommen direkt so zu den Arbeitgebern, die hier vielleicht heute auch noch den ein oder anderen Tipp absahen können oder möchten. Hier auch noch mal einen Hinweis. Haben Sie Fragen, stellen Sie die. Genau, und wir beantworten die. Also, oder sukzessive. Ja. Das Schöne ist ja, wenn man interviewt wird, kann man so manchmal sagen, ja, also so hätte ich die Frage jetzt aber nicht formuliert. das ist jetzt der erste und einzige Moment wahrscheinlich. Ein Welcome Center ist nicht dafür da, jemandem etwas zu raten, der arbeitet. Das ist uns ungemein wichtig, deswegen reagiere ich auch auf dieses Wort, das ist ja nicht falsch. Wieso? Ihr gebt doch Beratung, dann könnt ihr doch auch Ratschläge geben. Wir sagen immer gern, wir informieren und wir geben Erfahrungen weiter und lassen dann denjenigen erstmal gucken, was er damit anfängt. So verstehen wir uns. Und wir hören lieber noch zweimal zu und fragen noch einmal nach und sagen, das klingt für mich jetzt aber so oder so. Weil es wäre uns sehr fremd, jemanden zu sagen, das sollten Sie auf jeden Fall. Auch wenn wir in einem Zeitalter der To-Do-Listen und der Ratschläge, der Ratgeber leben. Weil das erklärt manchmal die Skepsis uns gegenüber, gerade von Arbeitgebern. Was wollen Sie mir denn sagen? Ich habe den Handwerksbetrieb seit 80 Jahren in dritter Generation. Und wir sagen, wir wollen Ihnen gar nichts sagen, wir wollen Ihnen nur Antworten geben auf das, was Ihnen fehlt. Das heißt, was ich toll finde, ist die Formulierung entscheiden. Weil wenn Arbeitgeber schon zu mir sagen, ich habe beschlossen, ich möchte jemanden aus dem Ausland ins Team holen. Das ist das ganz Entscheidende, wirklich, dass das Unternehmen sagt, wir möchten uns durch Menschen aus dem Ausland verstärken. Viele sagen, ich muss, ich finde ja sonst keinen. Wo ich sage, nee, liebe Leute, wenn ihr das so sagt, das ist einfach höchst unfreundlich.
Ja, wir haben Arbeitskraftbedarf, wir haben ein Demografiethema, aber an die Unternehmen geben wir gern die Information, überlegen Sie sich bitte, warum Sie wen, für was, wie lange und warum einstellen. Und wenn das ein Unternehmen sich klar gemacht hat, dafür muss man auch keinen Unternehmensberater beantragen. Wenn man sich das klar gemacht hat, dann kennt man seine Zielgruppe, seine Zielregion und weiß, wie man dann, wen man fragen kann, dass der Mensch hilft. Und was wir ganz häufig erleben, dass Unternehmen im Tagesgeschäft zu spät sagen, oh, jetzt nehme ich jemanden aus dem Ausland. Und ich sage, das wird nichts. Du brauchst jemanden von der Zeitarbeit. Weil bis du diesen Menschen bei dir eingestellt hast, sehr geehrtes Unternehmen, ist der nicht da. Also für deine Auftragsspitze nicht. Wenn wir aber wissen, wir wollen mittel- und langfristig verstärken, sagen wir, was ist mit Ausbildung, was ist mit Qualifizierung, welche Region, welche Sprache, was stellen Sie sich vor? Ganz häufig erleben wir, dass Betriebe, die schon betrieblich ausbilden, Strukturen haben, die sagen, na, dann können wir auch jemanden anderes ins Team holen, weil letztendlich holst du ja nur jemand Neues ins Team, egal ob Inländer oder Ausländer. Mhm. Und dann haben die Menschen noch Besonderheiten, aber das haben andere Leute auch. Ich rede das nicht klein. Aber diese Überlegung, wirklich, was stelle ich mir vor, was soll der Mensch machen? Und das ist, da gehe ich dann doch fast an den Rand, Ratschlag ran. Bitte überlegen Sie, was Sie für Aufgaben an das neue Teammitglied, an den neuen Mitarbeitenden übertragen. Jemanden, der aus dem Ausland kommt, 10 Tage später auf Montage alleine zu schicken, wenn er noch nie auf Montage in Europa war. Das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern wird höchstwahrscheinlich nicht klappen. Mal so ein ganz krasses Beispiel zu geben. Also, überlegen, warum, wie, wen, wann, wir und wir sind dann für alle Unterstützung. Vorher Gedanken machen, die Fachkraft aus dem Ausland, das ist durchaus eine proaktive Entscheidung. Keiner drängt ein, wir begleiten alle zusammen, aber man muss sich schon Gedanken machen, was sind die eigenen Motive, wie du das gerade schön aufgeführt hast, auf jeden Fall. Das führt nämlich dann zum nächsten. Weil wenn das unterschätzt wird, dann ist, oder wenn man sich dafür nicht kurz Zeit genommen hat, dann wundert man sich, warum die Person wechselt. Ja. Und die häufigsten Gespräche, die wir mit beiden Seiten führen, mit Arbeitgebenden und mit neuen Beschäftigten oder mit Wechselnden, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, so war das nicht. Und ich habe mich aber auch nicht getraut zu fragen. Ich sage, ja, aber dafür gibt es eine Probezeit, dass beide Seiten sich ausprobieren. Und deswegen freuen wir uns, wenn Menschen sagen, ganz häufig auch, ich habe das noch nicht gemacht, ich will das machen. Und wenn die jetzt die Ersten kommen, dürfen wir sie ab und zu fragen? Wir haben sogar Leute, die können sie in Projekten begleiten und das kostet sie nichts. Mhm. Und die kümmern sich um die. Und die gehen mit den Möbeln einkaufen, das müssen sie nämlich gar nicht. Mhm. Aber sie müssen schon wissen, was auf sie zukommt, wenn sie ihr Team verstärken. Also das wird oft unterschätzt. Und dann, jetzt spreche ich was sehr Heikles an, aber ihr könnt es ja nachher rausschneiden, im Sinne wirklich von zu glauben, dass Menschen aus dem Ausland so viel anders sind als andere Menschen, die neu in Betrieb kommen. Mhm. Jeder ist neu und dann hängt es von dem Menschen ab. Also ich arbeite in einer Region, wo sehr viel Mundart gesprochen wird und wo ich kein Wort verstehe, wenn die wirklich loslegen. Und dann sind die aber auch sehr nett alle drumherum und sagen, ach Mensch, du sprichst ja gar nicht unseren Dialekt, warte mal, wir probieren Hochdeutsch. Mhm. Und diese Sache einfach zu merken, warte mal, in die gewohnten Abläufe passt jemand noch nicht? Kein Problem, Entschuldigung, warte, machen wir. Das wird oft unterschätzt, dass das gar nicht so sehr an dem Einzelnen liegt, sondern wer neu kommt, und das ist eben auch das Heikle, zeigt mir ja auch, was ich in meinem eigenen Betrieb vielleicht noch anders machen könnte. Und das ist ja was, es geht uns allen im Privaten und immer so, auch wie ich muss mich ändern, ich dachte, der andere muss sich ändern. Also das zu thematisieren und anzusprechen, das ist eine große Herausforderung für alle, das wissen wir. Und das ist unser eigenes Team auch nicht anders. Also das wird oft unterschätzt zu sagen, was heißt denn die Aufnahme von jemandem Neues fürs Gesamtsystem? So, wir sehen mit der Auslandsrekrutierung, welche Vorteile das bringt. Nachdem ich eben sehr ehrlich aus unseren Erfahrungen berichtet habe, wo es Überraschungen gibt, sehe ich auf jeden Fall sehr viele Vorteile, und zwar
aus folgenden Punkten. Die Menschen, die aus dem Ausland sich entscheiden, zu uns nach Europa zu kommen und dann noch nach Deutschland und dann vielleicht auch noch in unsere Region, haben eine sehr hohe Motivation und sagen, ich sind es also Menschen, die sich vorher Gedanken darüber gemacht haben, was sie hier machen möchten und wo und wie sie gerne arbeiten möchten. Und dann bringen die sehr viele Fachkenntnisse mit und sie bringen auch sehr viel Kenntnis der Region mit, aus denen sie kommen. Und oft haben sie auch schon in vielen anderen Regionen gearbeitet. So, jetzt frage ich einmal rüber ins Sendezentrum. Liebe Katharina, hört ihr uns? Seht ihr uns? Weil wir sehen diese Frage mit der Auslandsrekrutierung und ich würde jetzt einfach mal weiter dazu antworten, wenn ihr mich nicht davon abhaltet. Gut. Ich sehe leider als Moderierende im Moment nicht den Chat. Deswegen weiß ich nicht, ob mir irgendjemand anders noch Bescheid sagen kann. Aber ich bleibe also mal bei dem, dass ich sage, der Vorteil ist, dass die Menschen, die kommen, bewusst kommen, sich entscheiden zu kommen, Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen und sich nicht nur ins Team einbringen, sondern auch ganz viel Wissen und Sprachen aus ihren Regionen mitbringen. Und das ist natürlich etwas, was für einen Betrieb immer unwahrscheinlich wichtig und bereichernd ist, wenn diese Informationen mitgebracht werden, weil man daraus ganz viele Kontakte knüpfen kann und weil man daraus auch mittel- und langfristig weitere Rekrutierungen ziehen kann. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil, dass man seine Gruppe von Menschen, die gerne bei einem arbeiten möchten, indem man mit ein oder zwei Personen schon die gute Zusammenarbeit getroffen hat, sehr schnell und gut dadurch erweitern kann. Das sind auf jeden Fall Vorteile bei Auslandsrekrutierung. Ja, das ist jetzt natürlich, es ist eigentlich ein sehr symbolischer Moment, dass ausgerechnet vor dieser Frage die Technik euch verlassen hat, weil dieses Gefühl hatten wir alle ein bisschen mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren, dass es theoretisch super ist, aber in der Praxis doch Überraschungen birgt. Und es ist so, dass wir bundesweit mit dem Verfahren, ich sage noch einen Satz für die, die nicht ganz so tief drinstecken, was ist damit überhaupt gemeint? Damit ist gemeint, dass Menschen, die im Ausland sind und mit einem Visum einreisen müssen, dass die ihr deutsches Unternehmen beauftragen, dass es mit der Ausländerbehörde am Ort, wo später die Beschäftigung stattfindet, eine Vereinbarung schließt, dass diese Fachkraft beschleunigt schneller einreisen kann. Der Gesetzgeber hat sich das mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz damals so gedacht, dass wenn es vor Ort vom Arbeitgeber als Ansprechpartner koordiniert wird mit der Ausländerbehörde, dass das viele Verbesserungen gibt. Es hat kürzere Fristen, dass daher dieser Name. Vorteile für den Arbeitgeber hat, dass er vieles in einem sehr langen Formular einmal nur beantworten muss und nicht dreimal in drei Richtungen zu drei Behörden. Dass er mit der Ausländerbehörde einen Ansprechpartner hat, der quasi one face to the company, das mit der Anerkennung, mit dem Anerkennungsverfahren regelt, mit dem Arbeitsmarktzugang, diese Sachen. Es hat noch nicht so richtig durch die Pandemie uns die Möglichkeit gegeben, dass wir alle Vorteile ausprobieren können, weil lange die Visa-Verfahren aus externen Gründen sehr schwierig zu führen waren. Da kann aber der Paragraph nichts für. So, das heißt, wenn man mich so fragt, sage ich, lasst uns ab jetzt zählen. Die Strukturierung, die Verbesserung hat sich gezeigt. Und was sich bundesweit nach Eindruck der Ausländerbehörden verbessert hat und bundesweit nach Eindruck der Welcome Center ist, dass man sagt, vor Ort kennen wir uns jetzt viel besser. Weil wenn ich schnell mit der Arbeitsagentur und der anerkennenden Stelle mich abstimmen muss, weil ich ja antworten muss in dem Verfahren, das ist massive, eine zunehmende Vernetzung. Das ist toll. Wir fragen nach den Vorteilen für die Arbeitgeber. Aus Sicht der Behörden ist es nicht nur vom Vorteil, weil die ein bisschen Angst hatten, jetzt muss ich alles schneller machen, ohne dass ich mehr Personal habe. Und das erklärt so eine sehr diffuse
Diskussionslage, aber aus Sicht der Arbeitgeber. Ich habe die Kommunikation mit der Ausländerbehörde, ich fülle das nur einmal aus. Es ist aber nur ein Ziel, es ist keine Garantie. Das heißt, trotzdem können Verfahren sich noch hinziehen, wenn es bestimmte Anerkennungsprobleme für eine bestimmte ausländische Qualifikation gibt. Das ist wieder das mit dem Erwartungsmanagement. Man darf es nicht überfrachten, aber die Zentralisierung und die Förderung, Bevorzugung im Visumsverfahren, wenn man darüber geht, die ist eindeutig vom Vorteil für die Arbeitgeber. Das muss man so sagen. Ja, das so kurz und knackig kann man die Vorteile sagen. Sehr gut. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ich kann dich sagen. Sehr gut. Mal gucken, wie lange es hält. Also ich schlage vor, wenn wir gleich wieder weg sind, dann redest du einfach weiter und schließt unser Webinar am Ende auch. Aber ja, bleibt jetzt so. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das nicht passiert. Habt ihr denn bei all eurem Wirbeln mit der Technik vielleicht irgendeine Frage? Ja, haben wir. Das beschleunigte Fachkräfteverfahren ist nämlich das interaktivste der Themenkomplexe gewesen. Katharina, bevor wir weg sind, schieß los. Ja, genau. Vielleicht eine kurze Frage auch an Kirsten und all die Teilnehmenden. Dadurch, dass wir jetzt ein paar technische Schwierigkeiten haben, würde ich vorschlagen, dass wir so 10 Minuten nochmal dranhängen, damit wir die Zeit haben, einige Fragen anzugehen. Ich versuche mich jetzt hier gerade zu sortieren. Genau, zum beschleunigten Fachkräfteverfahren hatten wir einige Sachen, deswegen passt es gerade sehr gut. Wir haben auch sehr viele konkrete Fragen. Die erste ist, was können Sie über das beschleunigte Anerkennungsverfahren sagen für Ärzte und Krankenpfleger gemäß Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Da können wir nicht nur Gutes zu sagen. Wir können dazu sagen, dass zur Beschleunigung nicht gehört, dass etwas wegfällt. Beschleunigung heißt, alle notwendigen Sachen müssen gemacht werden. Und das muss man einfach so ganz drastisch sagen. Und deswegen gibt es auch Arbeitgeber, die sagen, das nützt mir auch nichts. Wenn ich dann trotzdem noch so lange auf meinen Anerkennungsbescheid für meine Fachkraft warte, dann brauche ich auch nicht noch dafür 411 Euro zu zahlen. Deswegen legen wir ganz dringend allen ans Herz, in so gut wie allen Bundesländern und gibt es Informationen zu diesen. Spätestens wenn Sie beim IQ-Netzwerk vom BMAS, vielleicht könnt ihr den Link mal in den Chat stellen, gibt es Beratung zur Anerkennung und Qualifizierung und auch Hinweise zu dem Verfahren. Wenn Sie in Ihrem Bundesland nichts finden, Welcome Center, dann gibt es das, weil es ist so in einigen Branchen, also gerade bei den reglementierten Berufen, und das ist die Pflege unter anderem und die Ärzte, also alle Formen in der Gesundheitswirtschaft, muss ich erst die Anerkennung zwingend haben. So, und da kommt in jedem Bundesland das Netzwerk an seine Grenzen. Wenn aus Ressourcen die anerkennenden Stellen nicht so schnell entscheiden können, wie wir alle uns das wünschen, dann kann da auch eine Ausländerbehörde keinen Druck machen. Die kann sagen, ihr wisst, wir sind im Verfahren, es muss eilig gehen, es muss vorgezogen werden, aber es muss ja trotzdem geprüft werden. Ich kann ja auch nicht bei einer Führerscheinprüfung sagen, du, das ist ein Eilverfahren und deswegen lassen wir jetzt einfach mal 80% der Fahrstunden weg. So, das heißt, das ist auch eine hochpolitisches und emotional geführte Diskussion im gesamten Bundesgebiet. Da hängen wir uns jetzt nicht rein, wir haben eine 10-Minuten Verlängerung. Das heißt, was kann ich auf diese Frage sagen? Was machen wir bei Anerkennung für Pflegekräften? Bei der zuständigen anerkennenden Stelle in demjenigen Bundesland, was dafür zuständig ist, nachfragen, auf die Internetseite gucken, nachfragen, beim IQ-Netzwerk des Bundeslandes bitte nachfragen, um die realistischen Einschätzungen vor Ort zu bekommen, um dann zu überlegen, ob sich dann das beschleunigte Verfahren lohnt oder ob nicht. So ist erstmal so, man will ja auch was mitnehmen aus so einer Stunde. Und das ist erstmal schon die erste konkrete Antwort. Alles klar, vielen Dank. Ich würde jetzt fast vorschlagen, da wir jetzt eigentlich schon auch zeitlich am Ende sind und wir haben wirklich einige Fragen bekommen, die jetzt auch gar nicht mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren noch zu tun haben. Wir öffnen die Fragerunde, klar. Dann machen wir vielleicht so ein Blitzlicht auf, damit wir irgendwie so viele
viele wie möglich wenigstens ein paar Hinweise geben können, wenn du damit einverstanden bist, Kirsten. Genau. Wobei, also wir können gleich nochmal, ich würde gerne wirklich noch einmal auch das mit den Tipps für die Region. Die Frage halten wir uns vielleicht am Ende vor, die wir am Ende nochmal stellen können, ja, genau, die wir vorbereitet haben. Genau. Genau. Eine Frage ist, die Fachkräftezuwanderung soll doch durch die Politik erleichtert geändert werden. Wann wird das sein? Wie sieht das aus? Und das kann ich ganz einfach beantworten. Wann wird es sein? Demnächst. Wie wird es sein? Besser als jetzt. So, das heißt, wir haben jetzt mit der Bundestagsdrucksache 20-37-17, gerade letzte Woche veröffentlicht, den Entwurf es liegt hier so schön, Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts. Da sagt jeder, naja, das ist doch aber nicht Fachkräfte. Das geht aber, das ist ein Paket, was jetzt in die Beratung geht und was zum 1.1. kommen soll, was vor allen Dingen Schutzbedürftige, aber auch Elemente vom Anerkennungsverfahren mit betrifft. Es kommt noch ein weiteres Gesetzespaket, vermutlich im 2. Quartal, sieht es im Moment so aus, und das kommt dann in die Beratung. So, das heißt, Frage, was wird sich ändern? Es wird sich im Laufe des kommenden Jahres, 2023, werden wir Regelungen dazu kriegen, die gewisse Änderungen enthalten. So, was wissen wir alle schon, die wir Zeitung lesen oder einen Podcast hören oder so? Es kommt das sogenannte Drei-Säulen-Prinzip in der Fachkräfteeinwanderung. Ein Weg ist Anerkennung als Fachkraft, Anerkennung der ausländischen Qualifizierung, so wie wir es schon kennen. Wir haben also nicht für die Mülltonne gelernt, wir dürfen was behalten. Es wird ausgeweitet, ein zweiter Weg, der sogenannte Erfahrungsweg, dass für bestimmte Tätigkeiten Anerkennungsverfahren erleichtert werden sollten. Das kennen wir schon von IT und Berufskraftfahrer. Das soll geändert werden. Und es wird die punktebasierte Chanceneinwanderung, wo aber auch die Qualifikation ein Thema bleibt, eine andere Wertung bekommen. Also wir kriegen eine Erweiterung um die Frage der Suche und wir kriegen schon erkennbar erleichterte Abläufe in den Anerkennungen, aber Anerkennung wird nicht komplett abgeschafft. Also im reglementierten Bereich sowieso nicht. Und im nicht reglementierten soll vieles erleichtert werden. Also deswegen wird Make-It bestimmt im Juli oder so mal ein schickes Webinar dazu machen. Wo stehen wir denn? Was am Horizont sich ankündigt, dass das Matching, was schon verbessert wurde, welche Qualifikation bringe ich mit und was darf ich damit arbeiten? Da sollen Sachen erleichtert werden. Das lässt uns alle hoffen, weil das ist das, was im Moment so viel Zeit kostet. Soweit kann man das schon mal sagen und die Konkretisierungen folgen. Mhm. Wir verschwinden und kommen immer wieder, aber wir hören alles, was du sagst. Hauptsache, die anderen hören es da draußen, die Menschen, die sich zugeschaltet haben. Ob wir uns hören, also ja, ihr müsst mich nicht hören, aber draußen mögen wir uns bitte alle hören. Also es sind noch ziemlich viele da, daher gehe ich davon aus, dass das ankommt. Ja. Vielleicht machen wir jetzt mit den nächsten Fragen auch, damit wir noch einige durchbekommen. Und zwar die nächste Frage ist, ist es möglich, wenn die Fachkraft nach Deutschland kommt, auch alles vom Visum hier zu erledigen? Oder kann man das hier organisieren als Arbeitgeber? Oder kann das nur vom Ausland aus her gemacht werden? Es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz, den alle Unternehmen und alle Menschen, die einreisen, immer noch bei der EU, bei der Migration in die Europäische Union immer im Blick behalten müssen. Es gibt eine Festschreibung auf Zwecke. Das heißt, das, womit ich mir das Leben am schnellsten schwierig mache, ist mit dem falschen Zweck eingereist zu sein. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn ich bei der Botschaft gesagt habe, ich brauche ein Touristenvisum und dann hier drin stehe und sage, und jetzt will ich arbeiten, dann fühlt sich nicht nur die Botschaft nicht richtig informiert, sondern auch das europäische Migrationsrecht sagt, sag mal, warum fragen wir dich denn da draußen und du erzählst uns dann was, was nicht stimmt. Diese Logik der Zweckbestimmung der Einreise
wird in den nächsten Jahren nicht komplett gekippt. Deswegen ist mir so wichtig, dass alle sich diesen Grundgedanken klar machen. Und dann gibt es Ausnahmen von diesem Grundgedanken. Das heißt, einige Staatsangehörige dürfen nach ihrer Einreise ohne Visum hier das Visum beantragen, müssen dann aber, also nicht das Visum beantragen nochmal, nach ihrer Einreise ohne Visum dürfen sie hier die Aufenthaltserlaubnis beantragen und kriegen den Arbeitsmarktzugang, wenn sie einen Arbeitsvertrag haben, die erforderliche Qualifikation besitzen und sie das entsprechende Geld haben. So, das sind die bestimmten Staaten, die im Paragraphen 26 der Beschäftigungsverordnung stehen und ihre Arbeit, konkrete Frage, konkrete Antwort, der Arbeitgeberservice ihrer Arbeitsagentur kann Ihnen dazu weiterhelfen, wo die zustimmen müssen und wo nicht. Auf Makeit finden Sie das auch unter Länderlisten. Vielleicht könnt ihr das auch, wir nennen das umgangssprachlich immer die Best Friends, die Länder, mit denen es Abkommen gibt. Aber deswegen, wenn Sie überlegen, so jemanden einzustellen oder jemand aus einer Region sich bei Ihnen meldet, klären Sie, ob der Mensch ohne Visum einreisen darf und hier den Antrag stellen darf. Was er nicht darf, ist arbeiten. Ne? Make it an die Welt da draußen. Arbeiten darf jemand, der die Arbeitserlaubnis hat. Also wenn Sie jemanden aus den USA einstellen möchten, der visumsfrei einreisen darf, der darf dann aber nicht am nächsten Tag bei Ihnen arbeiten. Da ist es dann vielleicht besser, der kommt mit dem Visum, wo drin steht, Arbeit erlaubt. Anderes Missverständnis vieler Arbeitgeber, da kann ich auch noch was Konkretes mitgeben, der ist doch mit dem Visum hier reingekommen und jetzt mache ich das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Ich darf doch mit der Ausländerbehörde einen Vertrag schließen, hat Frau von Grefe gesagt und Makeit hat genickt. Das Verfahren ist eine Beschleunigung für ein Visumsverfahren. Das heißt, das kann ich nicht intern in Deutschland anwenden. Also beim Rekrutieren, kommen Sie wieder auf meine, wissen Sie, warum ich das vorhin gesagt habe? Wenn Sie jemanden einstellen möchten, fragen Sie sich, bis wann, warum und wie. Und wenn es Ihnen um Schnelligkeit geht, kann es manchmal heißen, dass der Mensch lieber draußen noch 2 Wochen länger wartet, aber dann richtig hier reinkommt. So. Da wir keinem heiklen Thema ausweichen, wie wir heute schon bewiesen haben, nehme ich das Stichwort Westbalkan-Regelung noch mit auf, dass jemand sagt, ja, aber wieso, sowas habt ihr uns auch für die Staatsangehörigen aus dieser Region erzählt, die können auch einfach kommen, steht auf der Internetseite und dann haben wir ein Jahr aufs Visum gewartet. Das ist doch alles eine Mogelpackung. Nein, ist es nicht. Es ist nur noch nicht wirklich gut umgesetzt, weil das Interesse sehr groß war. Und das heißt, es gibt eine Möglichkeit, auch aus dem Westbalkan, dass die Menschen wie Touristen hierher kommen. Aber haben Sie dann bitte immer im Blick, die haben keine Arbeitsgenehmigung. Das Wichtige ist, es gibt nur eine ganz kleine Gruppe, die hier auch gleich arbeiten darf. Wir reden ja immer von Drittstaatenangehörigen, keine EU-Bürger. Ja? Für sowas gibt es Ausländerbehörden, Welcome Center, Makeit und vor allen Dingen Arbeiten in Deutschland als Hotline für E-Mails und Telefonate, um solche Fragen gleich mal loszuwerden. Jemand aus Portugal will bei mir arbeiten, jemand aus Ecuador will bei mir arbeiten. Da können wir Ihnen relativ schnell helfen. Das kann man dazu sagen. Und vielleicht auch zu der Erstorientierung. Es gibt einen Quick-Check auf unserer Unternehmensseite. Das stimmt. Den kann man einmal durchklicken und dann kriegt man schon mal eine gute Erstorientierung, was auch die Ländergruppen anbelangt. So, ja, mein Einschub. Genau, wir haben auch einige Anfragen zum Thema Anerkennung. Erstens eine Anfrage, die sich auch daran stützt, es gibt wohl Probleme bei der Anerkennung der Berufsausbildungen für Fachkräfte aus der Türkei. Und eine andere Frage ist auch, vielleicht erstmal die Frage und auch eine Frage, genau, wie man die Anerkennung generell bei Thema Ausbildung macht, die zum Beispiel noch keine berufspraktischen Kenntnisse hat. Vielleicht da einfach eine kurze Übersicht über Hilfsangebote oder Beratungsangebote. Also, wo eben schon Quick-Check genannt wurde, es gibt noch eine coole Seite für einen Quick-Check. Und zwar ist das Anerkennung in Deutschland. Die gibt es auch in mehreren Sprachen. Falls uns jemand jetzt vom Ausland zuhört und sagt, ich bräuchte da gerne Unterstützung für, es gibt die ZSBA, also fangen wir mal einfach an, klare Frage, erste Antwort, Anerkennung in Deutschland,
Wenn ich noch im Ausland bin, kann ich auch Hilfe bei ProRecognition und bei der ZSBA bekommen, dass mir bei meinem Anerkennungswust, in dem ich mich so fühle, wenn ich anfange, dass mir den Nebel wegpustet und sagt, in die Richtung musst du jetzt bitte gehen. So. Wenn dann jemand sagt, nee, so wustig ist es nicht, ich kann schon alleine recherchieren, dann ist es die Internetseite Anerkennung in Deutschland. Das wird auch vom Make-It auf die Seite verwiesen. Da gibt es auch einen schönen Quick-Check, dass ich reinschreibe, für welchen Beruf oder welche Branche oder ungefähr, was ich glaube, was ich bin, das eintrage. Und dann werde ich auch zum einen anerkennende Stellen, die mich beraten können, und auch das IQ-Netzwerk zur Beratung. Und wer auch berät, sind die Welcome Center, die dann wissen, wer in der Region noch weiterhelfen kann. So. Und außerdem die Internetseite BQ-Portal. Ihr seht, ihr müsst im Chat einiges hervorheben, wo man zu seinem eigenen Land auch Informationen findet, damit man versteht, wo ist mein Problem, wo hakt es. Ich mache ein bisschen uns allen Hoffnung, dass vieles in diesen Anerkennungen im Laufe von 2023 besser werden könnte, wenn die Gesetze so kommen, wie wir hoffen, wie wir sie so in Entwürfen kennen. Aber sie müssen ja erstmal durchs Parlament. Dann würden wir manches davon nicht mehr ganz so detailliert vielleicht prüfen müssen. Wir werden immer prüfen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, türkische oder andere Sachen ist eher das Problem, dass nicht so sehr das türkische Zeugnis das Problem ist, sondern eher, dass derjenige in einem landesreglementierten Beruf eine Anerkennung braucht und der das verwirrend findet, weil das in den Bundesländern in Deutschland unterschiedlich ist. Dem Menschen, der diese Frage gestellt hat, bitte auf Anerkennung in Deutschland zum einen gehen und zum anderen an das IQ-Projekt Ihres Bundeslandes. Wenn das nicht weiterhilft, anrufen bei Anerkennung. Sonst bei Make-It und im schlimmsten Fall bei uns. Sie haben gesagt, Sie können helfen. Dann finden wir schon jemanden, der Ihnen helfen kann. Na? Aber das sind die, wir haben drei große Portale, die das machen für diese Quick-Checks und wo Sie dann Leute finden, die Ihre Frage weiter aufnehmen. Das war so die eine. Das andere mit den Ausbildungen, nehme ich an, dass damit berufliche Ausbildung, duale Ausbildung gemeint sind. Da ist die Frage der Anerkennung der Schulzeugnisse. Das ist aber inzwischen relativ gut und einfach zu klären. Ich würde einfach wirklich sagen, wer dazu eine Frage hat, kann sehr gerne bei mir direkt eine E-Mail platzieren oder an euch und mir weiterschicken. Und wir spielen das zurück an diejenigen, um Bescheid zu sagen, wer ihnen da jeweils helfen kann. Das ist überhaupt nicht so kompliziert. Das Problem bei den Ausbildungen ist, und damit gehen wir dann auch gleich in eure letzte Frage, weil, ne, wenn man so auf die Uhr guckt, bei den Auszubildenden, wenn ich einen Auszubildenden aus dem Ausland in meinen Betrieb einladen möchte, dann muss ich im Blick haben, dass die Arbeitsagentur zustimmt und dass die Berufsschule, die ihn aufnimmt, womöglich von dem Ministerium meines Bundeslandes Nachweis haben möchte, dass die diesen ausländischen Abschluss anerkennen. So, das sind die beiden Punkte bei Azubis. Mhm. Aber auch da kann man relativ schnell eine Lösung für finden. Man darf nur nicht das Bild haben, das ist wie Ärzte-Anerkennung. Andere Schublade. Gibt es aber wichtige. Das, was ihr weggeklickt habt, war eben, was soll in der Region gemacht werden. In der Region macht bitte nur eins nicht, liebe Menschen da draußen und überhaupt. Dass ihr noch anfangt, neue runde Tische zu gründen. Ich verstehe die Frage. Weil diese Verletzung haben wir schon. Wir haben durch das beschleunigte Fachkräfte, eigentlich haben wir in allen Regionen fast alles, nur die Menschen, die da sind, haben oft nicht genug Zeit, miteinander zu reden. Also den Wunsch zu artikulieren, in Worte zu fassen, ich brauche das und das. Und dann gibt es in jedem Bundesland schon genug Menschen, die miteinander reden können. Hm. Also bitte nichts Neues, sage ich jetzt mal so nach 30 Jahren Erfahrung im Feld. Und die Bitte an die Politik, aber die hört heute nur bedingt zu, die Menschen, die miteinander arbeiten müssen, damit es schnell geht, mit genug Ressourcen auszustatten. So. Ja. Und da müssen dann auch Kammeraktive und Unternehmensverbände manchmal noch was machen. Also in den Regionen haben wir schon Netzwerke, die können noch verbessert werden, aber wir haben sie schon.
Damit kann ich dann zum Zukunftswunsch springen. Ja, bevor du deinen Zukunftswunsch äußerst, mit dem wir, glaube ich, dann auch enden, würde ich einmal gerne darauf verweisen, dass morgen, übermorgen noch Webinare sind und wir hoffentlich ein stabileres Tool haben werden, aber wir gehen davon aus. Genau, wir hoffen, das war jetzt die Generalprobe für morgen und übermorgen. Genau, und wir schicken Ihnen auch noch, oder es gibt so eine Feedback-Frage im Anschluss. Sehen Sie uns die Technik nach. Hier haben wir ein paar Fragen vorbereitet, bei denen wir uns über eine kleine Antwort freuen. Und hier sehen Sie auch nochmal die E-Mail-Adresse. Wenn Sie Fragen an Kirstin von Grefe haben, richten Sie die gerne an diese E-Mail-Adresse, dann leiten wir das direkt weiter. Also makeit@iwköln.de. Und das jetzt ist das nur ganz wenig bei mir ankommen wird, weil die meisten könnt ihr schon beantworten und dann kommt wahrscheinlich gar nichts mehr bei mir an. So aber kann es sein, genau. Bei Regionen vernetzen wir sehr gerne. Was wünschen wir Welcome Center uns für die Zukunft? Dass alle miteinander bereit sind zu erkennen, dass wenn ein Mensch neu ins Team kommt, dass man ein bisschen drumherum Puffer organisieren muss, so schwer das in verdichteten Arbeitsabläufen ist, um Nachfragen und Missverständnisse als natürliche Kommunikation zu akzeptieren. Wenn jemand neu ist, kann es sein, dass er was nicht versteht. Bei mir war das schon, dass ich die Uhrzeit hier nicht verstanden habe, weil die Uhrzeit anders beschreiben, als ich das gewohnt war. Also es können so ganz harmlose Sachen sein und andersrum aber auch die Bereitschaft der Menschen, die kommen, zuzugeben, dass sie fragen müssen. So, und das ist sowas, was wir alle Welcome Center sagen, wenn wir das schaffen, dass am Anfang wir wissen, es kommen Überraschungen, es kommen Missverständnisse und die passen einem nie. Das ist wie eine Grippe, die passt auch nie in den Herbst und trotzdem hat man sie. Und Missverständnisse passen auch nicht in Zuwanderungsabläufe, aber sie sind nun mal da. Und das ist so ein Wunsch, wo wir in unserem Austausch immer wieder sagen, wenn wir das schaffen, ein bisschen das mit reinzunehmen, dann kriegen wir den Rest. Wenn wir die Frage wissen und kennen, wissen wir auch, wer wem wie helfen kann. Einen schönen Gruß von sämtlichen Welcome-Centern aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir danken dir ganz herzlich, Kirstin, und vielen Dank für Sie alle, die noch da geblieben sind und sehr geduldig mit uns waren. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Tage, Kirstin, wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre mit euch, mit allen Welcome-Centern und ich würde sagen, der Ritt ist geschafft. Zwischendurch war es holprig, aber wir haben uns ja wieder zusammengefunden. Und ich danke auch allen, die wirklich mitgemacht haben und freue mich auf alle Fragen, die Makeit erreichen wird und wünsche allen anderen in der Woche auch noch tolle Austausche in dem Format. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen schönen Tag in die ganze Runde. Wir schließen das Seminar. Auf Wiedersehen. Tschüss.